Die Extractive Industries Transparency Initiative oder EITI abgekürzt, ist eine Initiative, die sich an ressourcenreiche Länder wendet und darum bemüht ist, dort Transparenz zu schaffen, indem Flüsse zwischen dem Rohstoffsektor und der Regierung offengelegt werden. Und durch diese Transparenz und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft soll Korruption bekämpft werden. Und Korruption und mangelnde Transparenz sind Grundprobleme, die wir sehen in ressourcenreichen Ländern und die als Gründe gesehen werden für das wirtschaftliche und soziale Zurückbleiben dieser Länder im Vergleich zu ressourcenarmen Ländern. Die Transparenzinitiative EITI hatte seit der Gründung dieser Initiative zum Ziel, eine neue Norm zu setzen, nämlich die Norm nach Transparenz. Das an sich ist schon ein Erfolg, wenn man sich anschaut, wie vor etwa 10 Jahren dieser Rohstoffsektor eher geprägt war von Intransparenz und Misswirtschaft bis hin zu Korruption. Potenzielle Wirkungen sind, Länder, die EITI implementieren, profitieren langfristig idealerweise von besserer Governance im Sektor, damit einer höheren Bereitschaft von Unternehmen auch in diesem Land zu investieren. Und in der Folge höheres Wachstum und auch eine effektivere Verwendung von Mitteln, die aus dem Rohstoffsektor kommen. Ich denke nicht, dass man die EITI als Selbstzweck bezeichnen sollte oder auch kann, weil das implizieren würde, dass wir nicht davon ausgehen, dass es eine Wirkung hat. Aber die EITI hat zwar als normales, vielleicht auch relativ weiches Rahmenwerk angefangen. Die Instrumente und Regularien wurden aber deutlich gestärkt über die vergangenen Jahre, sodass wir davon ausgehen können, dass es schon auch Wirkung in Ländern haben wird. Und wir sehen das teilweise auch, dass Transparenz geschaffen wurde, dass Korruption zurückgegangen ist. Aber letztendlich hängt es dann davon ab, ob die Regierung gewillt ist, diese Reformen durchzuführen und auch die Zivilgesellschaft als Kontrolleur zu akzeptieren. Nein, EITI ist meines Erachtens kein Selbstzweck. Transparenz ist eine wichtige Voraussetzung, ein Zwischenschritt hin zu mehr Rechenschaftspflicht. Ein EITI-implementierendes Land, das EITI ernst nimmt, wird bei EITI und der Transparenz nicht stehen bleiben, sondern im Prinzip in einem Zyklus reinkommen, der dieses Land hin auf ein höheres Governance-Niveau führt, von dem dann auch die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes profitieren. Also es gibt relativ viel Forschung zum Zusammenhang zwischen Korruption und Investition. Normalerweise würden wir davon ausgehen, dass Korruption bedeutet, dass zusätzliche Gebühren gezahlt werden müssen, dass Unsicherheit in den ganzen Prozess reinkommt und dass deswegen Unternehmer weniger investieren. Allerdings sind die Ergebnisse der Forschung gemischt. Also es wird gezeigt, dass es manchmal negative Wirkungen hat. Es kann teilweise aber auch positive Wirkungen haben, indem Prozesse beschleunigt werden oder ähnliches. Und gerade im Rohstoffsektor könnte man sich natürlich vorstellen, dass wenn ein Unternehmen weiß, wenn es für ein bisschen zusätzliches Geld sich eine Lizenz sichern kann, um Ressourcen zu extrahieren, dass es dann auch ein gewisses Interesse daran hat. Ich habe zu dem Zusammenhang zwischen der EITI und Auslandsinvestitionen, also dem direkten Zusammenhang, geforscht. Und ich kann zeigen, dass es für die Gruppe der EITI-Länder aber tatsächlich der Fall ist, dass die Auslandsinvestitionen steigen, nachdem sie dieser Initiative beigetreten sind. Dass also die Aussicht, dass Korruption verringert wird und Transparenz geschaffen wird, positiv auf die Investoren gewirkt hat. Und es gibt auch gewisse Evidenz aus Nigeria, dass sich das Investitionsklima verbessert hat, seitdem die nigerianische EITI existiert. Ja, ich denke, Länder entschließen sich zum EITI-Beitritt, weil sie sich einen direkten Nutzen davon erhoffen. Insbesondere reformorientierte Staaten erkennen, dass EITI ihrem Reformwillen Nachdruck verleiht. Sie nutzen EITI als ein positives Signal international, insbesondere auch an Unternehmen, an Investoren, mit der Botschaft, wir nehmen Transparenz, Antikorruption ernst. Und insofern sind EITI Beitrittsländer, implementierende Länder auch interessant für Unternehmen, die in diesen Ländern investieren wollen. Ich denke, das sind sehr starke Argumente, einen Beitritt zu erwägen.